rein in die Pressekonferenz. Lecker gestärkt mit der Viererkette High-Protein-Pudding von Dr. Oetker. Ja, dann herzlich willkommen zu unserer Spieltagspressekonferenz vor dem 34. und letzten Spieltag der aktuellen Bundesliga-Saison. Der DSC Arminia Bielefeld spielt am Samstag um 15.30 Uhr beim VfB Stuttgart. Und ich begrüße sehr herzlich unseren Sportgeschäftsführer Sami Arabi und unseren Cheftrainer Frank Kramer, bevor wir gleich über das letzte Bundesligaspiel der Saison sprechen wollen. Eine gute Nachricht noch, die Sie wahrscheinlich auch schon vernommen haben. Unser Partner Melitta und Arminia Bielefeld setzen die Zusammenarbeit seit 2018 fort. Es gibt einen neuen Vertrag über 3 Jahre. Darüber freuen wir uns sehr, über diese Unterstützung, auch in diesen Zeiten von Corona besonders. Und daher noch einen lieben Gruß und ein herzliches an Melitta. Ja, dann machen wir es wie immer. Ich bitte um ein virtuelles Handzeichen und dann kann die Fragerunde starten. Und Jens Brinkmeier vom Westfalenblatt ist als erstes eingelaufen, danach Norbert Diekmann für die Glocke. Ja, hallo zusammen. Hallo Sami, hallo Herr Kramer. Sami, du hattest vor der Saison das Bild geprägt von Arminia im Schlauchboot gegen die ganzen Rennboote und Yachten und weiß ich nicht, was alles noch rumfährt in der Bundesliga. Wie fühlt ihr euch, wie fühlen Sie sich auch, Herr Kramer, jetzt im Moment als die Gejagten in dem Schlauchboot? Am Ende hast du Herr Kramer gesagt, galt die Frage jetzt mir oder unserem Cheftrainer? Oder beiden? Sie galt beiden. Gut. Ja, wir haben das ja immer gesagt. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das oder beziehungsweise uns die ganze Saison so begleitet, die Aussage. Es ging ja mehr darum, um die wirtschaftlichen Verhältnisse innerhalb der Liga mal klarzustellen und nochmal zu verdeutlichen. Und wir haben aber auch gesagt, dass wir Vertrauen haben in unsere Mannschaft. Und sie hat bisher eine sehr gute Saison gespielt. Wir können es jetzt am Samstag aus eigener Kraft vergolden. Und wir haben es immer gesagt, dass wir alle gemeinsam in eine Richtung paddeln müssen, damit wir unser großes Ziel erreichen können. Und momentan sieht es so aus, dass wir in der Lage sind, 3, wie du es gerade gesagt hast, Yachten oder große Motorboote hinter uns zu lassen. Das ist eine sehr gute Voraussetzung und freut mich ungemein. Und die Chance wollen wir natürlich am Wochenende ergreifen. Ja, wir haben mit dem Teilerfolg mit dem Punkt im letzten Spiel, haben wir die Nase jetzt vor dem letzten Spieltag in diesem Wettbewerb leicht vorne reingebracht gegenüber den 2 Konkurrenten. Und ja, das ist für uns zunächst mal positive Ausgangssituation. Ja, und wie der Sami schon gesagt hat, jetzt geht es natürlich darum, dass dann am Samstag dieses Nasenspitzchen, dieses enge Rennen, das wir jetzt da haben, natürlich auch genauso in dieser Konstellation auch zu Ende zu bringen. Ja, und dafür wissen wir alle, dass wir da einfach richtig gute Leistung wieder brauchen, dass wir da echt hart und intensiv arbeiten müssen. Aber ja, jeder Tropfen Schweiß lohnt sich da, den wir da investieren. Das weiß die Mannschaft, das wissen wir alle. Ja, und wir werden da alles drauf geben und alles dafür tun, dass wir da unser ganz, ganz großes Ziel und unseren großen Traum eines weiteren Bundesliga-Jahres, dass wir das am Samstag ja, uns selbst und natürlich allen Fans, allen Sympathisanten, allen, die an der Arminia hängen, für uns das dann zu verwirklichen. Ja, hallo zusammen. Herr Kramer, die Konstellation ist extrem spannend. Was spricht vor dem Saisonfinale für Ihre Mannschaft und was bereitet Ihnen gegebenenfalls Sorgen? Was am Samstag wir dann wieder hinbekommen müssen und können, ist natürlich diese Intensität, diese Wucht, diese Geschlossenheit, ja, und auch die Entschlossenheit, die wir bis jetzt eben auch in den Spielen, ja, in denen wir jetzt mit dabei sein durften, auch gezeigt haben. Und diese Entschlossenheit und trotzdem diese gute Stimmung auch, ja, einfach diese Freude auf das große Ziel hinzuarbeiten, ja, das stimmt mir echt sehr positiv. Und da würde ich keine Sorgen sehen.
Die nächste Frage hat wieder Jens Brinkmeier und danach Holger Schmidt für die DPA. Ja, Herr Kramer, Friedhelm Funke, Ihr Kollege in Köln, hat Anfang der Woche oder vorigen Sonntag gesagt, durch den Punkt der Kölner bei Hertha sei jetzt der Druck bei Arminia sehr hoch. Das kann man ja auch anders sehen. Wie viel Druck spüren Sie denn? Oder sagen Sie, bei Köln und Bremen ist der Druck natürlich viel, viel höher, weil Arminia erstens vom ersten Spieltag an klar sein konnte, was sie erwartet und gerade auch in Bremen zum Beispiel ja auch die finanziellen Sorgen extrem sind und der Druck, nicht absteigen zu dürfen, da vielleicht noch höher ist. Wie stehen Sie dazu? Wir beschäftigen uns damit, wie wir am Samstag dieses große Ziel erreichen können gegen Stuttgart. Da jetzt irgendwas immer hin und her zu schieben, das halte ich für nicht angebracht von unserer Seite, sondern es ist einfach so, vom ersten Spieltag an wusste die Mannschaft, dass es dieses Jahr eben um das Ziel geht, über dem Strich zu stehen nach dem 34. Spieltag. Ja, und daran hat sich ja nichts geändert. Ja, außer, dass am Anfang der Saison alle bei null Punkten starten. Ja, und wir jetzt eben die Nase ganz leicht vorn haben. Ja, und die wollen wir jetzt natürlich auch ins Ziel bringen. Und nochmal, wie das andere empfinden, wie das andere auch kommentieren und so weiter, das sind Dinge, ich kann mir ja nicht reinversetzen, ja, in die anderen. Ja, deshalb bleiben wir da bei uns und haben eine maximale Freude auf das, was wir reißen können. Ja, Kramer, an der Aussage von Friedhelm Funkel sieht man ja auch so ein bisschen, das sind ja so etwas übertrieben gesagt Psychospielchen, das sind ja alles erfahrene Trainer. Ihre beiden Rivalen jetzt, Friedhelm Funkel, Thomas Schaaf, die sind seit fast 40 Jahren im Geschäft. Sie sind gerade mal 49. Was verbinden Sie so mit den beiden? Wie haben Sie die verfolgt, sowohl vorher vielleicht als Fan, als auch später als Kollegen? Also es sind zunächst einmal zwei super angenehme, sympathische Menschen. Ja, so habe ich sie in den Begegnungen, ja, wo wir uns über den Weg gelaufen sind, kennengelernt. Ja, sehr, sehr ruhige, sachliche Typen einfach. Ja, und klar, auch ich habe früher schon, als die beiden noch gespielt haben, natürlich Bundesliga geschaut. Ja, deswegen verfolgt man das natürlich. Ja, jetzt sind wir Konkurrenten. So, die nächste Frage hat Christoph Stüben für den SID. Ja, Herr Kramer, haben Sie vielleicht schon die Bilder für die Mannschaft rausgesucht von 2008 aus Stuttgart? Oder kennen Sie die Geschichte von da gar nicht? Ich glaube, dass von der Mannschaft selber ist ja keiner mehr dabei. Na, also ich denke, es ist jedes gute Omen, das man kriegen kann, ja, das ist alles, was einem so ein bisschen Rückenwind verschaffen kann. Und wenn es eben ein gutes Omen ist oder gute Erinnerungen, ja, natürlich ist doch immer willkommen. Und alles, was hilft, ist natürlich da auch willkommen, dass es angewandt wird. Ja, also von dem her, wenn es ein gutes Omen ist, das nehmen wir doch gerne. Dann bitte Philipp Kreuzer für die Neue Westfälische und danach nochmal Jens Brinkmeier. Ja, hallo zusammen. Ich habe eine Frage an Samir. Hallo Samir. Du bist ja jetzt schon ein Weilchen dabei bei Arminia, 10 Jahre. Du hast eine Menge mitgemacht, auch einige Aufstiege, andere Erfolge, wie damals den Einzug ins Pokal-Halbfinale. Wo würdest du einen Klassenerhalt ansiedeln? Wo würdest du den einordnen? Welchen Stellenwert hätte der für Arminia? Ja, ich glaube, dass jeder Erfolg zu seiner Zeit etwas ganz Besonderes hatte. Und am Ende ist jeder Erfolg, wir haben in den 10 Jahren, ich sag, einen kleinen Schritt zurück machen mussten, damals der Abstieg in der Relegation gegen Darmstadt, um dann wieder zurückzukehren nach einem Jahr. Und das war ja auch das Jahr, wo wir im Pokal-Halbfinale waren. Aber jeder Erfolg war für die weitere Entwicklung sehr, sehr wichtig. Jetzt, wo wir natürlich auch alle wissen, wie groß die wirtschaftlichen Unterschiede alleine aufgrund des Fernsehvertrages zwischen der Bundesliga und der zweiten Liga sind, ist natürlich klar, dass das für den Verein ein großer Schritt wäre, wenn wir ein weiteres Jahr Bundesliga-Fußball schaffen könnten. Zumal natürlich bei all den ganzen Erfolgen
das, was das ganze Spiel auch ausmacht, die Fans dabei waren. Und wir hatten fantastische Fußballfeste. Die Aufstiegspartys, die wir alle gemeinsam gefeiert haben, es war letztes Jahr schon so, dass sie nicht dabei sein konnten. Und deswegen ist es neben dem Wirtschaftlichen, was man einfach heutzutage im Profifußball nicht beiseite schieben kann, etwas ganz Besonderes, dass wir mit voller Überzeugung, wenn wir es morgen übermorgen schaffen, den Fans ein weiteres Bundesliga-Jahr in Bielefeld ermöglichen können. Und wir wollen am Wochenende um 15.30 Uhr den Leuten diese Freude bereiten. Und deswegen ist es sicherlich etwas, was ganz Großes und sicherlich dann mit am größten anzusiedeln. Herr Kramer, Anderson Lokoki ist gelb gesperrt am Samstag. Spielt dann Nathan de Medina als Linksverteidiger oder sind Sie in Ihren Überlegungen noch nicht am Ende angekommen und sind noch andere Änderungen zu erwarten? Ja, wie wir das auch immer gehalten haben, werden wir natürlich auch die letzten Einheiten noch mitnehmen, ja, als Eindrücke und werden dann entscheiden, was der beste Ersatz für den Andi ist. Jan Ahlers für die Neue Westfälische, bitte. Herr Kramer, ein Sieg reicht ja in Stuttgart, um definitiv den Klassenerhalt zu sichern und gilt Stuttgart als konterstark. Die hoffen natürlich auch, dass der Gegner ein bisschen in diese Falle tappt. Wie viel Risiko ist da erlaubt von Anfang an und welche Rolle spielen am Wochenende oder am Samstag mögliche Ergebnisse der Konkurrenz? Gibt es da ein Smartphone-Verbot oder wählt man sich vor, vielleicht sogar während eines Spiels auf laufende Ergebnisse zu reagieren, defensiver zu werden, offensiver? Ja, also zum einen ist es ja so, nochmal, dass wir uns natürlich intensiv damit beschäftigen, ja, was die Stärken und vielleicht auch die eine oder andere kleine Schwäche vom Gegner ist. Und natürlich ist es eine Stärke von Stuttgart eben die Umschaltbewegung. Ja, da müssen wir halt sehr konzentriert geordnet sein, ja, wie das einfach auch gespielt werden muss. Ja, die Restverteidigung muss da gut stehen, man muss sorgsam mit dem Ball umgehen. Also von dem her, ja, das ist natürlich was, auf das wir uns vorbereitet haben und auch noch vor uns vorbereiten werden. Wir müssen immer, um zu Torchancen zu kommen, um Tore schießen zu können, um ja, Spiele für uns zu entscheiden, müssen wir immer ins Risiko gehen. Das ist ja klar, aber das unterscheidet uns eigentlich gar nicht von allen anderen, weil wenn du vorne was bewegen willst, dann musst du immer irgendwo natürlich auch die richtigen Leute mit einer entsprechenden Anzahl auch zum gegnerischen Tor zu bringen, ja, und auch mit der entsprechenden Dynamik. Ja, und das unterscheidet sich da nicht, aber klar, die entsprechende Absicherung muss da sein und Risiko, ja, wir müssen immer Risiko irgendwo gehen. Ja. Frage ist halt nur, wie gut sind wir trotzdem hinter dem Ball geordnet? Und zu der Frage, ob wir dann auch mal reagieren und so, das ist der Charakter des letzten Spieltags. Ja. Das heißt, auch da, am besten ist es, man hat die Nase vorne drinne. Ja, dann braucht man nicht so oft woanders hinhören oder so. Aber wenn dem so wäre, ja, dann kommt natürlich da ein Signal, ja, sodass man dann entsprechend reagieren kann. Das ist der Charakter eines sehr engen Rennens, ja, eines Kopf-an-Kopf-Rennens, ja, bevor es durch die Ziellinie geht. Ganz normal. Und da werden wir natürlich auch alles ausschöpfen, was dafür notwendig ist. Jetzt bitte Sascha Baczynski für Sky und danach Jens Brinkmeier. Ja, hallo zusammen. Herr Kramer, eine Frage zum Personal. Sind soweit alle fit? Sind irgendwelche Spieler angeschlagen? Können Sie vielleicht dazu was sagen? Und die Woche jetzt als Vorbereitung auf das Stuttgart-Spiel, haben Sie was Besonderes trainieren lassen? Haben Sie auf irgendwelche Dinge den Schwerpunkt gelegt, was Sie jetzt hier an der Stelle auch verraten können und verraten wollen? Also verletzt ist soweit niemand. Da ist niemand dazukommen. Ich meine, der Andi, das ist gesperrt. Aber ja, und wir haben uns über die Woche natürlich wie immer sehr gewissenhaft auf den nächsten Gegner vorbereitet. Ja, haben natürlich da auch immer auch im Blick gehabt, ja, dass wir die Situation auch zu Ende bringen wollen, die wir sonst auch in einer großen Zahl auch immer rausgearbeitet haben. Auch da war ein Schwerpunkt drauf.
Ja, und das ist, und dann natürlich an dieser Schärfe, die wir einfach brauchen, ja, die wir für unser Spiel brauchen, ja, diese Intensität, dass wir eben die Aktionen auch im höchsten Tempo machen. Ja, natürlich, da, das waren die Schwerpunkte, die wir da gesetzt haben. Nachdem Herr Kramer gerade den Charakter des letzten Spieltags angesprochen hat, habe ich eine Frage an beide nochmal. An welchen Bundesliga-Abstiegskampf haben Sie die intensivsten Erinnerungen? Da gab es ja einige spannende, ich sag mal 1999 zum Beispiel. Also, eigentlich haben wir die besten Erinnerungen ja immer an irgendwelche Erfolge, ne? Also, deswegen, ja, Freude und Leid gehört ja immer irgendwo zusammen. Aber jetzt ein spezielles Ereignis habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerade vor mir, so als Bild. Ja, ich glaube, man tut immer gut daran, ein Ziel für sich selber auch zu verbildlichen. Ja, und dieses Ziel sollte man dann vor Augen haben. Ja, da irgendwo, ich bin überhaupt gar nicht der Typ, irgendwo rumzukramen und dann zu gucken, ja, wo und wie dann bestimmte Dinge dann auch gelaufen sind oder nicht gelaufen sind, sondern volle Kraft voraus, ja, mit der nötigen Demut, ja, das ist ganz klar, das gehört mit dazu, ja, aber auch mit der erforderlichen Angriffslust, ja, dieses große Ziel eben zu erreichen und dafür alles zu investieren. Wenn ich da nochmal das kurz zufügen darf, das war ja eigentlich auch positiv gemeint, zum Beispiel 1999, als Frankfurt mit einem 5-1 am letzten Spieltag noch sich gerettet hat. Sowas kann ja auch ein positives Beispiel sein. Ja, kann. Wenn unser Spiel so ausgeht, würde ich das jetzt sofort unterschreiben. Aber ja, es in den letzten Jahren ist es dann häufiger schon mal am letzten Spieltag spannend geworden. Für uns können wir jetzt sagen, in der jüngsten Vergangenheit, wir waren auch das ein oder andere Mal sicherlich am letzten Spieltag in einer bedrohlichen Situation. Das sind Bilder, da haben wir auch den einen oder anderen, der ja auch dabei war, vor 4 Jahren zum Beispiel in Dresden. Und da haben wir das auch positiv für uns gestaltet. Und das sind dann sicherlich, so wie Frank gesagt hat, positive Bilder, wie man es dann selber am letzten Spieltag positiv für sich bestreiten kann. Und insofern sind die Leute und die Mannschaft, so wie sie momentan auf mich, den Eindruck, den sie macht, sehr, sehr zuversichtlich gestimmt. Jan Ahlers, bitte, mit der nächsten Frage. Ja, eine sozusagen organisatorische Frage, an den der beantworten kann und möchte. Wie sieht der Zeitplan aus? Einmal für den Fall, dass jetzt am Samstag das letzte Saisonspiel ansteht. Wann ist dann Verabschiedung, sag ich mal, von der Mannschaft, von den gehenden Spielern und wann darf die Mannschaft in den Urlaub? Und für den Fall, dass die Saison um eine Woche verlängert wird, geht es dann nochmal direkt wieder zurück in die Klosterpforte? Ist das so vorgeschrieben, dass das Quarantäne-Trainingslager verlängert wird oder dürften Sie dann diese Woche wieder auf dem heimischen Trainingsplatz verbringen? Ja, also sollte das am Samstag der letzte Spieltag sein, werden wir am Sonntag mit der Gruppe nochmal zusammenkommen, um die Spieler dann auch zu verabschieden. Und dann gibt es ja auch den einen oder anderen, der zu den Nationalmannschaften reisen wird. Also insofern wäre dann am Sonntag das letzte Mal, dass wir dann zusammenkommen. Das Trainerteam wird sicherlich den einen oder anderen Trainingsplan verteilen und die Spieler darüber informieren, wann es denn weitergeht. Sollten wir eine Woche in die Verlängerung gehen, ist es aktuell so, dass es nicht geplant ist, nochmal in die Klosterpforte zurückzukehren, sondern die Jungs wie in dieser Quasi-Quarantäne vor dem Trainingslager, dass wir die Woche so verbringen, dass die Jungs im Prinzip nur zu Hause und Trainingsplatz betreten sollen und wie gesagt, also es gibt kein weiteres Trainingslager. Christoph Stüm, bitte. Ich habe noch eine Frage zu einem anderen Thema. Ich weiß nicht, gestern sind prominente Frauen aus dem Fußball mit ihrem Positionspapier an die Öffentlichkeit gegangen. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Wenn ja, was halten, also Frage geht an beide, was halten Sie von diesen Forderungen und könnten Sie sich eine Frau an der Spitze des DFB vorstellen? Du warst ja bei dem Verband.
Hm? Hast du da gearbeitet? Muss ich beantworten, weil ich da gearbeitet habe. Also jetzt mal ganz ehrlich, ich habe dann, nachdem wir hier jetzt wirklich schon auch den Fokus und die Gedanken auf unserem Spiel haben und so, habe ich jetzt, wenn ich ganz ehrlich sein soll, das nicht so wirklich mitbekommen und habe mir auch nicht irgendwie einlesen können oder so. Und ich glaube, bevor man jetzt das, so eine Frage beantwortet, sollte man den entsprechenden Background sich erarbeiten und zumindest einmal ein kleines bisschen einlesen, ja, um so eine Frage dann beantworten zu können. Grundsätzlich in unserer heutigen Welt, finde ich, sollte nichts ausgeschlossen sein. Ja, und sollte alles in Betracht kommen, ja, egal inwiefern ja, das dann ja, in irgendwelchen Rollen oder sonstigem entspricht. Also ja, allein die Frage weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, man sollte immer alles ganz, ganz offen betrachten. Ja, ich hoffe, dass damit die Frage auch beantwortet ist. Gibt es noch weitere virtuelle Handzeichen? Das ist nicht der Fall. Dann konzentrieren wir uns wieder voll und ganz auf die Aufgabe in Stuttgart. Ich sage vielen Dank, Samir Rabi, und vielen Dank, Frank Kramer. Wir wünschen unserer Mannschaft ein positives Ergebnis, einen positiven Ausgang, dass wir uns in dieser Form, in dieser Saison zum letzten Mal hoffentlich gesehen haben. In dem Sinne, bleibt alle gesund und auf Wiedersehen.